Ihr wollt also Hunt Showdown spielen. Flieht, ihr Narren! Denn dieser Shooter wird euch nicht mehr loslassen, wenn er euch erstmal gepackt hat. Hunt ist aktuell der in meinen Augen beste Multiplayer-Shooter der Welt und entsprechend habe ich auch schon ein paar Stunden in den Bayous von Louisiana verbracht. Aber die Anfänge sind nicht einfach, denn in diesem Spiel will euch alles umbringen. Zombies, Bienen, Fische, Hunde, Riesenmonster, andere Hunter und manchmal killt man sich auch einfach selbst. Oh, come on. Aber das macht es auch so großartig, wenn man mal ein Match überlebt hat. Ha! Ha! Um euch den Weg dahin zu erleichtern, habe ich diese Tutorial-Reihe geschaffen, die euch von den ersten Schritten bis zur besten Boss-Taktik an der Hand nimmt. Und in diesem Video fangen wir mal ganz vorne an. Also, worum geht's überhaupt in Hunt Showdown? Auf den Maps des Spiels, die jeweils 1 Quadratkilometer groß sind, verstecken sich bislang 3 Bosse. Der wendige Assassin, der sich in Insekten verwandeln kann. Der massige Butcher, der mit einem flammenden Fleischerhaken bewaffnet ist. Und die Spinne, über die man eigentlich nichts weiter sagen muss, als dass das eine fucking riesige Spinne ist. Welches kranke Hirn hat sich diese Spinne. Genau. Zum Ausgleich hier ein... was auch immer das ist. Ist es nicht süß? Diese Bosse müsst ihr jedenfalls aufspüren, indem ihr bis zu 3 über die Map verteilte Hinweise findet. Dann killt ihr diese Monster, verbannt sie in die Hölle, schnappt euch die Belohnung, die sie hinterlassen, die sogenannte Bounty, und entkommt mit ihr von der Map. Keine Sorge, die ganze Boss-Bounty-Fluchtnummer behandle ich in einem eigenen Tutorial. Eigentlich wären diese Viecher auch nicht so der Akt, wenn es da nicht noch die anderen Hunter gäbe. Bis zu 12 Spieler treiben sich in einem Match herum, ihr wisst aber nie, wie viele genau, denn entsprechende Anzeigen gibt es nicht. Was? Kommt der denn jetzt her? Was war denn das? Da steht ja noch einer. Was? Was ist los mit denen? Schön. Sag mal, was sind denn das für Statisten? Und alle wollen sie die Bosse erlegen, die Bounties schnappen und Gegner plätten. Und nochmal spannender wird's dadurch, dass Hunter, die im Match sterben, dann auch tatsächlich für immer und unwiederbringlich weg sind. Mitsamt ihren Waffen und Fähigkeiten. Oh shit. Wenn das den Puls nicht hochtreibt, dann weiß ich auch nicht. Nein! Oh je. Wenigstens müsst ihr nicht alleine losziehen, sondern könnt euch als Duo oder Trio auf die Pirsch begeben. Als Neueinsteiger habt ihr außerdem Welpenschutz. Oh, schaut euch so an, ihr süß kleinen Racker. Denn bis Level 11 bleiben euch eure Hunter erhalten, auch wenn sie in einem Match sterben. Obendrein bekommt ihr als Willkommensgeschenk eine spezielle Jägerin oder einen Jäger mit besonderen Fähigkeiten, zu denen aber später mehr. Ihr spielt Hunt Showdown allerdings nicht immer nur mit einem Hunter, sondern könnt mehrere rekrutieren. Das Spiel stellt euch dazu 4 zufällige Hunter zur Auswahl, die je nach Bewaffnung und Skills, den sogenannten Trades, unterschiedlich teuer sein können. Der ganz links ist aber immer kostenlos, das heißt, selbst wenn ihr mal all euer Geld verballert haben solltet, bekommt ihr immer einen Gratis-Hunter, mit dem ihr spielen könnt. Streng genommen könnt ihr die auch jedes Mal übernehmen und dann gleich wieder wegschicken, dann behaltet ihr trotzdem ihre Ausrüstung, zumindest solange ihr nicht schon zu viel davon habt. Nach jedem Match könnt ihr das Quartett außerdem neu mischen lassen, falls mal keiner dabei ist, den ihr auswählen wollt. In jedem 7. Ei steckt außerdem ein Siegesmund. Mit dem oder der auf jeden Fall immer spielen, das bringt Glück. Anfangs sind die Jägerinnen und Jäger nicht sonderlich mächtig und sehen auch noch nicht ganz so cool aus, haben nur Billo-Knarren und nur einen Trade, also eine besondere Fähigkeit, wie zum Beispiel länger sprinten können. Doch mit jedem Match sammelt ihr Erfahrungspunkte, die sowohl dem Hunter als auch eurer sogenannten Blutlinie zugutekommen. Indem ihr die Blutlinie levelt, schaltet ihr neue Waffen oder Trades frei. Die Hunter wiederum erhalten nach jedem Match für ihre Erfahrung Trade-Punkte, mit denen ihr dann diese neuen Fähigkeiten kauft. Die Waffen in Hunt Showdown levelt ihr auch, denn die meisten von ihnen gibt's in mehreren Ausfertigungen. Das Mosin Nagant Gewehr etwa schaltet ihr mit Level 72 frei, also ziemlich spät. Ist aber auch eine starke Knarre, um nicht zu sagen, mein Lieblingsgewehr. Sobald ihr die Basis-Mosin freigeschaltet habt, merkt sich das Spiel, wie viele Erfahrungspunkte ihr mit dieser Waffe gemacht habt. Einen ebenbürtigen Hunter zu erschießen, bringt zum Beispiel 400 XP für euren Jäger und auch für seine Waffe. Dabei ist immer der letzte Treffer entscheidend, also der, der den Kill gemacht hat.
Wenn ihr also einen Feind mit Waffe X in den Nahtodbereich ballert, dann aber auf Waffe Y wechselt und ihn damit erledigt, zählt die XP für Waffe Y, nicht für Waffe X. Das wird Waffe X nicht gefallen. Wenn ihr im Duo oder Trio spielt, teilt ihr außerdem Erfahrungspunkte mit Kollegen, die die gleiche Waffe im Gepäck haben. Wenn ihr also einen Mosin-Kill schafft, während euer Mate auch eine dabei hat, zählen eure XP auch für seine Mosin und umgekehrt. Mit genug Waffen-XP schaltet ihr dann nach und nach die verbesserten Versionen frei. In diesem Fall die abgesägte Mosin, die Mosin-Bajonett, die Mosin-Sniper und so weiter, bis hin zur Mosin-Aftomat, der einzigen vollautomatischen Waffe im Spiel. Und die ist dann schon sehr mächtig. Und in der Siegesmund-Edition der Wolfsmouth auch besonders hübsch. Allerdings auch sehr teuer. Für Anfänger ist es also ein weiter Weg bis zu diesem Seelenernter, aber keine Sorge, in Hunt Showdown sind auch die Billo-Waffen absolut tödlich. Ein Kopftreffer aus relativer Nähe bedeutet hier in der Regel Instakill, sogar mit der räudigen Startpistole. Alle Waffen in Hunt Showdown haben ihre Vorzüge. Die erwähnte Mosin Nagant von Level 72 verursacht zwar bei gegnerischen Huntern 136 Schaden, wenn ihr den Oberkörper eines Hunters trefft, der hat allerdings 150 Gesundheitspunkte, sprich, ihr müsst ihn zweimal treffen. Das Winfield-Gewehr hingegen gibt's schon ab Level 1 und das erzeugt 110 Punkte Schaden, auch da reichen also zwei Treffer. Die Winfield schießt allerdings schneller als die Mosin und kostet gerade mal $41. Die Mosin 490! In Sachen Preis-Leistung liegt die Billo-Waffe also weit vor der Edelknifte. Und kombiniert mit den richtigen Trades werden die Knarren noch gefährlicher. Auf Level 14 gibt es zum Beispiel die Fähigkeit Levering für die Winfield. Damit feuert sie irre schnell, allerdings nur aus der Hüfte, also längst nicht so präzise. Aber hey, zwei Körpertreffer oder ein Kopftreffer und das war's. Bei der Feuerrate kann das also schon rein aus Zufall mal passieren. Und auch die auf den ersten Blick schwachen, weil billigen Single-Action-Revolver werden mit dem Fanning-Trade, also Fächern, zu wahren Nahkampfmaschinen. Gibt's schon auf Level 17. Als Anfänger habt ihr gar nicht so viele Trades zur Wahl, das macht's nicht so kompliziert. Einen der wichtigsten gibt's aber zum Glück schon mit Level 1. Pack Mule, also Packesel. Damit sammelt ihr, wenn ihr Gegner oder diese Werkzeugkisten lootet, statt einem gleich zwei zufällige Gadgets ein. Und das ist für neue Spieler super, da kann nämlich Ausrüstung dabei sein, die ihr selbst noch gar nicht freigeschaltet habt. Aber zur Ausrüstung kommen wir gleich noch. Der Hauptunterschied bei den Schusswaffen und den drei Munitionstypen Kompakt, Mittel und Lang ergibt sich aus der maximalen Kampfdistanz. Long Ammo fliegt schneller und verliert unterwegs nicht so viel Bums wie die kleineren Kaliber. Schwächere Kugeln können außerdem Levelobjekte nicht so gut oder sogar gar nicht durchschlagen, wohingegen große Kaliber auch durch Metall oder mehrere Lagen Holz schießen. Und Schrotflinten sind super mächtig im Nahkampf, aber nach schon ein paar Metern gehen den Kügelchen der Saft aus. Mehr Infos zum Feuerkampf findet ihr in meinem PvP-Tutorial. Für Einsteiger sind erstmal die Grundlagen wichtig. Euer Hunter hat zwei Slots, denen ihr Waffen zuteilen könnt. Eine Langwaffe belegt dabei 3 Slotpunkte, eine Kurzwaffe einen. Insgesamt könnt ihr 4 Slotpunkte belegen, also etwa ein Gewehr für 3 und eine Pistole für einen Punkt. Oder 2 mittlere Waffen für je 2. Zum Beispiel eine abgesägte Büchse und eine abgesägte Schrotflinte. Abgesägte Versionen haben in der Regel nicht die Reichweite ihrer großen Geschwister. Eine kurze Shotgun etwa streut viel stärker als der langrohrige Bruder und verliert damit schon nach wenigen Metern an Wirkung. Trotzdem kann eine Kombination zweier mittlerer Waffen sehr stark sein. Der Schadenswert bleibt nämlich zumindest auf mittlere bis kurze Distanz der gleiche. Eine kurze Mosin hat halt doch mehr Reichweite als eine reguläre Pistole und eine kurze Shotgun instakillt trotzdem. Man muss halt nur näher ran. Ihr könnt für 2 Punkte auch 2 baugleiche Pistolen kombinieren und das schon gleich ab Level 1. Der Vorteil liegt dabei auf bzw. in der Hand. Das sind dann halt 2. You don't say. Ihr könnt damit also schneller und länger schießen. Wobei Fanning immer noch schneller ballert. Der Nachteil beim sogenannten Dual Wield ist, dass ihr nicht über Kimme und Korn zielen könnt, sondern nur aus der Hüfte schießt. Das ist also eher was für den Nahbereich. Und für Leute, die ihrem Glück vertrauen.
Mit dem Trade Quartermaster stehen euch 5 Slotpunkte zur Verfügung. Da könnt ihr also eine Langwaffe und eine mittlere bzw. 2 Pistolen führen. Für Quartermaster müsst ihr allerdings auch erstmal Level 51 werden. Was die Bewaffnung angeht, würde ich euch dazu raten, eine Kombination zu wählen, bei der die eine Waffe für Distanzkämpfe zuständig ist und die andere für den Nahkampf. Zum Beispiel den Wetterli-Karabiner für Reichweite und den Pax-Revolver mit Fanning fürs Eingemachte. Dabei habt ihr den zusätzlichen Vorteil, dass beide Waffen das mittlere Kaliber benutzen, damit wird euer Munitionsvorrat insgesamt größer. Um euch die Entscheidung zu erleichtern, könnt ihr die Waffen im Shop direkt vergleichen. Klickt dazu eine Knarre an und zieht die Maus über eine andere, dann seht ihr, inwiefern sich die beiden unterscheiden. Die Pax hat also ein bisschen mehr Bums und Reichweite als etwa die Caldwell, dafür ist das Handling der Caldwell etwas besser. Das Handling bezeichnet in erster Linie den Hochschlag und das Schwanken der Waffe beim Zielen. Fürs Fanning ist die Caldwell also eigentlich besser geeignet als die Pax, weil sie nicht so wild rumspringt. Aber Compact Ammo hat halt nicht so viel Durchschlagskraft. Und die Winfield als Ergänzung zur Caldwell hat nicht so viel Reichweite wie die Wetterli. Kleiner Exkurs. Die Winfield ist ja ganz offensichtlich eine Winchester und Caldwell steht für Colt. Offenbar hat Crytek die Namensrechte dieser Firmen nicht und sie entsprechend umbenannt. Die Pax ist zum Beispiel eigentlich eine Colt Peacemaker, zu Deutsch Friedensmacher, und Pax ist lateinisch und heißt Frieden. Eine andere gute Kombo ist die Romero Shotgun zusammen mit dem Pax Revolver, besser noch dem Uppercut Revolver. Die Uppercut ist die aufgebohrte Version des Caldwell Revolvers und die reichweitenstärkste und meistgespielte Pistole. Um die zu kriegen, müsst ihr also eine Weile die Caldwell leveln. Die Romero hat zwar nur einen Lauf, der bläst aber die stärkste Schrotladung im ganzen Spiel raus. Mit diesem Loadout ist also die Pistole eure Distanzwaffe und die Schrotflinte für den Nahkampf da. Apropos Nahkampf, ihr könnt mit jeder Waffe in Hand Showdown schlagen. Manche Knarren sind sogar regelrechte Hieb- oder Stichwaffen. Deshalb ist die Steuerung im Hunter-Modus auch ein wenig ungewöhnlich. Hier schießt ihr nicht mit der Feuertaste, sondern haut stattdessen mit der Waffe zu. Um zu schießen, müsst ihr erstmal eine andere Taste drücken, Rechtsklick auf dem PC, um die Waffe in Hüftanschlag zu bringen. Und wenn ihr über Kimme und Korn zielen wollt, müsst ihr nochmal eine Taste drücken. Bei mir ist es Steuerung. Da fragt man sich natürlich, wirkt wie eine schräge Designentscheidung, folgt aber einer elementaren Spielmechanik. Schießen ist in Hand Showdown nicht zwangsläufig eine gute Idee. Denn in einer Welt, in der jeder Schuss tödlich sein kann, ist es wahnsinnig wichtig, ungesehen und vor allem ungehört zu bleiben. Alles in Hand Showdown macht Geräusche und alles, was Geräusche macht, verrät eure Position, und eure Position zu verraten, ist immer ein Nachteil. Mehr über die Geräusche in Hand, wie ihr sie vermeidet und wie ihr sie zu eurem Vorteil nutzt, erkläre ich euch im separaten Sound-Tutorial. Wenn euch die Hunter-Steuerung also zu fummelig ist, könnt ihr auch in den alternativen Gunslinger-Modus wechseln. Das ist die klassische Shooter-Steuerung, bei der eure Waffe immer im Hüftanschlag ist, ihr nur eine zusätzliche Taste zum Zielen drücken müsst und der Nahkampfangriff auf einer zweiten Taste liegt. Das mag für den Anfang leichter sein, weil man das ja so kennt, allerdings habt ihr im Hüftanschlag ein etwas kleineres Sichtfeld im Vergleich zur gesenkten Waffe und eure Knarre ist halt immer nach vorne gerichtet. Das kann euch verraten, wenn sie etwa hinter etwas hervorlugt. Wie hier. Ich würde euch also zur Hunter-Steuerung raten. Wenn man schon ein neues Spiel lernt, dann halt auch richtig. Einen Gegner mit einer Waffe niederzuknüppeln gibt übrigens die gleichen Erfahrungspunkte für diesen Waffentyp, als hättet ihr damit geschossen. Nahkampf ist also ein elementarer Bestandteil von Hand Showdown, denn ihr werdet es im Laufe eines Matches mit unzähligen KI-Monstern zu tun bekommen. Und ihr könnt ihr nicht einfach alle erschießen, weil bei dem ganzen Geballer sofort jeder weiß, wo ihr seid. Es gibt nicht das Geringste zu sehen, Leute! Und ihr zweitens gar nicht genug Munition dabei habt, auch wenn ihr die an in der Spielwelt verteilten Munitionskisten wieder auffüllen könnt. Euer Hunter braucht also auf jeden Fall als erstes Werkzeug eine Nahkampfwaffe. Auf dem PC liegt die dann auf Taste 3. Zu Beginn eurer Karriere habt ihr da nur das Messer, aber das reicht auch erstmal völlig aus. Damit schnetzelt ihr euch durch die Horden von Grunts, die auf den Maps rumwanken. Feuertaste halten und im richtigen Moment loslassen erzeugt einen schweren Angriff, der Zombies instakillt,
Feuertaste klicken löst einen leichten Angriff aus, der schwächer ist, aber weniger Ausdauer verbraucht. Wie viel Ausdauer ihr noch habt, erkennt ihr am unteren Bildrand. Je schwerer und mächtiger eine Nahkampfwaffe, desto mehr Ausdauer verbraucht sie. Wenn die komplett weg ist, kriegt ihr nur noch langsame, schwache Hiebe hin. Dann müsst ihr also erstmal innehalten, um wieder zu Kräften zu kommen. Euer Hunter hat aber noch einen zweiten Ausdauerpool und den verwendet er aufs Sprinten. Wenn ihr zu lange rennt, fängt euer alter Ego an zu schnaufen, wird langsamer und links unten blinkt dieses Symbol auf. Ihr könnt in diesem Zustand immer noch kloppen, denn die Kampfausdauer richtet sich ja nach dem Balken unten, aber solange ihr sprintet oder die Lunge pfeift, regeneriert sich die Kampfausdauer nicht. Und was ihr dringend vermeiden wollt, ist in einer Horde Zombies zu stehen und weder rennen noch kämpfen zu können. Mit dem Trade Determination setzt eure Ausdauerregeneration schneller ein und wer generell gerne wegläuft, sprintet mit dem Greyhound Trade länger. Denn nicht vergessen, wer verliert und läuft von hinnen, kann ein andermal gewinnen. Womit wir beim Gesundheitssystem von Hunt Showdown wären. Auch das ist wieder recht eigen, aber es funktioniert viel besser als das der USA. Hunter haben 150 Gesundheitspunkte, die sich aufteilen in mehrere Abschnitte a 50 oder 25 Punkte. Ich habe für die Dinger irgendwann mal den Begriff Knutzen geprägt, weil mir kein besserer einfällt, bleibe ich jetzt mal dabei. Also, Hunter kommen immer mit einer zufälligen Knutzenaufteilung daher, mindestens 3 Knutzen a 50 Health, maximal 5, also ein 50er und 4 25er Knutzen, denn der ganz links ist immer ein großer. Wenn nun euer alter Ego Schaden nimmt, durch einen Hieb oder eine Kugel, dann zieht ihm das Gesundheit aus dem Gesamtpool von 150 ab. Angefangen beim ersten Knutzen ganz rechts. Angebrochene Knutzen füllen sich nach einer kurzen Verschnaufpause wieder von alleine, komplett entleerte Knutzen aber nicht. Um die wieder aufzufüllen, braucht ihr Hilfsmittel. Das können zum einen Erste-Hilfe-Pakete sein, die ihr als Werkzeug mitführt. Medipack in die Hand nehmen, rechte Maustaste drücken, am PC natürlich, linke Maustaste drücken und halten und Heilung abwarten. Tools wie das Erste-Hilfe-Paket haben den Vorteil, dass ihr sie nicht für jede Runde neu kaufen müsst. Die verbrauchen sich zwar im Laufe eines Matches, ein Medikit etwa hat standardmäßig nur 3 Ladungen, füllen sich dafür aber nach jedem Match wieder auf. Das Erste-Hilfe-Paket ist also ein Must-Have und gehört auf jeden Fall auf den Toolplatz neben eurem Messer. Also Taste 4. Alternativ könnt ihr auch Heilungsspritzen benutzen. Die zählen aber zum Verbrauchsmaterial und sind entsprechend nach einmaligem Gebrauch weg. Dafür boosten sie eure Gesundheit schneller und wirksamer als Medikits. Medikits heilen standardmäßig 50 Health, kleine Spritzen hingegen 75 und die großen sogar alles. Werkzeuge und Verbrauchsmaterial levelt ihr übrigens genau wie die Waffen auch. Um die große Gesundheitsspritze freizuschalten, müsst ihr oft genug die kleine Heilungsspritze benutzen. Um das große Messer zu kriegen, müsst ihr das kleine benutzen und so weiter. Das könnt ihr auch im Waffenbuch des Spiels nachschauen. Wenn ein Heilungsvorgang bis in einen angebrochenen Knutzen hineinreicht, heilt sich der im Anschluss selbst fertig. Das heißt, wenn ihr auf 50 Health runter seid und 2 leere große Knutzen heilen müsst, dann heilt die kleine Spritze den mittleren Knutzen komplett, macht ja 75 Heilung, und noch 25 aus dem ganz rechten, der sich dann selbst zu Ende heilt. Sprich, die kleine Spritze heilt in so einer Situation voll. Das Medkit hingegen heilt mit seinen 50 Punkten nur den mittleren Knutzen, da müsst ihr also 2-mal ran. Wenn ihr nun rechts lauter kleine Knutzen habt, braucht ihr 2 kleine Spritzen, denn eine füllt ja nur die 3 25er. Da ist dann das wiederaufladbare Medikit die bessere Wahl. Und wenn ich euch jetzt verrate, dass es einen Trade gibt, mit dem ihr 100 Health aus dem Medkit rausholt und einen anderen, mit dem die Medikit-Behandlung schneller geht, merkt ihr, wie viel taktische Tiefe allein schon im Gesundheitsmanagement von Hunt Showdown steckt. Nobody knew that healthcare could be so complicated. Aber damit nicht genug. Denn die Schlaufüchse unter euch, und das seid ihr ja alle, werden jetzt sagen, Moment mal, wenn das so ist, dann ist es doch am besten, 3 große 50er Knutzen zu haben, damit Heilung möglichst immer in den nächsten Knutzen reinreicht und man Heal spart. Ja, richtig, wenn ihr alleine spielt, schon. Denn wenn ihr dann sterbt, ist das Match ja vorbei. Nein, oh, wie knapp. Im Duo oder Trio können euch eure Mates aber wiederbeleben. Einfach hingehen, Benutzen-Taste drücken und dann rappelt sich der Bursche oder die Dame wieder auf. Und wenn ihr dann auferstanden seid, fehlt euch fortan der äußerst rechte Knutzen.
Wenn das ein großer ist, lauft ihr also ab jetzt mit nur 100 Health rum. In einem Spiel, in dem die popelige Level 1 Winfield 110 Schaden verursacht. Ab jetzt wird's also noch schwitziger als sowieso schon. Dann doch lieber mit 125 Health wieder auferstehen. Die richtige Knutzenverteilung ist also ein heiß diskutiertes Thema in der Hunt-Community. Die derzeit einzige Möglichkeit, einen gelöschten Knutzen wiederherzustellen, ist, einen Boss in die Hölle zu schicken. Dieser sogenannte Banish heilt euch komplett und stellt 50 gelöschte Gesundheitspunkte wieder her. Aber mehr zu Boss und Banish, wie gesagt, im Boss-Tutorial. Neben den verschiedenen Spritzen zählen zu den Verbrauchsgütern noch jede Menge Wurfwaffen wie Granaten oder Feuerbomben. Die werdet ihr aber fast ausschließlich gegen feindliche Hunter einsetzen, also behandle ich die im PvP-Tutorial. Nun ist Schaden aber nicht gleich Schaden, es wäre sonst alles viel zu einfach. In Hunt Showdown gibt es nämlich drei Arten von Verletzungen, die Schaden über Zeit verursachen. Da gibt es zum einen die Blutungen. Zombies mit Äxten lösen die aus oder manche Klingenwaffen oder auch die Armbrüste. Treffer? Verblutet. Im Shop seht ihr anhand dieses Symbols, ob die Waffe einen Blutungseffekt verursacht. Wer so eine Attacke überlebt, verliert also fort an Gesundheit, bis er mit der Benutzentaste die Blutung stoppt. Medkits sind da besonders nützlich. Die stoppen die Blutung nämlich sofort, während sie heilen. Spritzen schließen die Wunde erst, wenn die Injektion vollzogen ist. Blutungsschaden gibt's in drei Stufen. Von gib mir einen Moment, okay? Bis mein Gott, Walter! Erkennbar an 1 bis 3 Blutstropfen. Wenn ihr also schon blutet und dann nochmal angeritzt werdet, eskaliert der Schaden auf die nächste Stufe. Oh fuck. Die gefährlichsten KI-Gegner in dieser Kategorie sind entsprechend die Höllenhunde. Diese tänzelnden Kackviecher machen mit jedem Biss eure Situation schlimmer. Teilweise treten die sogar in Viererrudeln auf. Oder haben Helme an. Höllenhunde solltet ihr im Zweifel doch lieber einfach erschießen, bevor die euch zerfleischen. Noch gemeiner ist aber der Brandschaden. Wenn ihr durch Feuer rennt oder mit Brandwaffen attackiert werdet, geht ihr in Flammen auf. Solltet ihr die nicht schnell löschen, weitet sich das Feuer zu Stufe 2 und schließlich 3 aus und dann ist Flame on. Das Tückische beim Verbrennen ist, es zerstört Gesundheitsknutzen. Und die könnt ihr ja nur durch den Boss Banish wiederherstellen. Also große Vorsicht bei allem, was brennt. Zum Beispiel Finger ins Auge stecken oder Immolators. Diese Special-Zombies gehen in Flammen auf, wenn man sie in irgendeiner Form ansticht, anritzt oder anschießt. Dann explodieren sie, flammen allen umstehenden Huntern 25 Health weg, was im Zweifel einem kompletten Knutzen entspricht, und hauen fortan mit Brandschaden zu. Diese Typen müsst ihr also mit stumpfen Schlägen bekämpfen. Das bedeutet entweder mit dem Gewehrkolben knüppeln, ganz schnell einen Hammer finden oder einen Schlagring einpacken. Ich nehme tatsächlich im 5. Slot in der Regel die sogenannten Dusters mit, nur um eine schnelle Antwort auf Immolators zu haben. 3 schwere Schläge damit schicken den Flammenkasper zu Boden bei minimalem Ausdauerverbrauch. Das Knuckle Knife kombiniert leichte, stumpfe Schläge mit einem schweren Stich, aber ich werde dabei den Immolators immer nervös, die aus Versehen doch anzupieken. Also habe ich immer Messer und Schlagring dabei, auch wenn das vielleicht nicht so ökonomisch ist. Feuer kann aber auch euer Freund sein. Mit Ausnahme des Immolators und des Butchers reagieren alle Monster in Hunt Showdown empfindlich darauf. Die gepanzerten Zombies etwa gehen sofort in Flammen auf, weshalb das beste Mittel gegen die Blutung verursachenden Concertina-Armors tatsächlich alle Arten von Flammenwaffen sind. Zum Beispiel diese Leuchtstäbe. Oder ihr hebt Lampen auf. Laterne, Laterne, Sonne, Mond, verbrenne! Die dritte Dauerschadensart ist Gift. Das werdet ihr wohl am meisten in Form dieser Bienen erleben, die die Begleiter der Hive-Zombies sind. Gift sorgt dafür, dass ihr schlechter sehen und hören könnt. Außerdem verhindert es, dass ihr euch heilt. Je länger ihr in einer Giftquelle steht, desto stärker wird der Effekt und desto länger dauert er an. Das einzige Gegenmittel ist die Antidote-Spritze, die zwar auch akute Vergiftungen stoppt, aber eigentlich als Impfung konzipiert ist. Die kleine Spritze macht euch für 30 Minuten immun gegen jegliches Gift, die große sogar für 60 Minuten, also die maximale Länge eines Matches. Gift ist mich. Da müsst ihr dann fast keine Angst mehr vor den Bienen haben und auch fast keine mehr vor der Spinne, denn natürlich ist das Kackvieh auch noch giftig.
Allerdings gibt es die Antidote-Spritze erst relativ spät in eurer Karriere. Bis dahin ist das beste Mittel gegen Hivebienen, die Hive zu killen. Dann verschwindet der Schwarm sofort. Alternativ könnt ihr auch auf die Viecher einprügeln, stumpfer Schaden funktioniert am besten, aber dabei solltet ihr Abstand zur Hive gewinnen, sonst schickt die gleich wieder welche rüber. Der kolossale Meathead ist blind und kann euch nur aufspüren, wenn ihr vergiftet seid. Der hat nämlich keinen Kopf und entsprechend keine Augen. Keine Ahnung, womit er einen dann riechen kann, ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Jedenfalls kriechen um den so Egel rum. Ekelhaft. Und wenn die euch anknabbern, seid ihr vergiftet und das wittert dann der Meathead und kommt gerannt. Der kommt aber auch gerannt, wenn euch irgendwas anderes vergiftet hat, etwa eine Hive. Oder ein Dr. Grunt. Diese Typen verursachen offensichtlich alle möglichen Infektionen mit ihren Knochensägen, lassen dafür aber auch ein Erste-Hilfe-Paket fallen für die Selbstmedikation. Für alle drei Statuseffekte bietet Hunt Showdown aber auch Krankenversicherungen. Bloodless lässt euch sanfter bluten, Selfskin lässt euch schwächer brennen und Mithridatist lässt euch kürzer trippen, bricht euch aber bei der Aussprache die Zunge. Und wie der Zufall es will, hat euer Starthunter genau diese drei Traits plus die Fähigkeit, mehr stumpfen Schaden zu vertragen, also ist das ganze Geblute, Gebrenne, Gekloppe und Getrippe für Anfänger erstmal gar nicht so schlimm. Den Umgang mit all diesen Viechern, Traits und Waffen könnt ihr sehr bequem über das im Spiel eingebaute Training testen. Hier startet ihr mit einem eurer Hunter und der Bewaffnung, die ihr ihm eingestellt habt, durchlauft das ganze Prozedere des Hinweise-Sammelns und Bosse-Findens, bringt eine stark vereinfachte Spinne zur Strecke und haut dann wieder ab, ganz ohne Zeitdruck, gegnerische Hunter oder Permadeath. Der stirbt, respawnt einfach, ohne jeden Malus. Allerdings sammelt ihr im Training auch keine Erfahrungspunkte. Dafür bekommt ihr aber beim ersten Durchlauf eine ganze Menge Bloodbonds, das ist die Echtgeldwährung im Spiel. Ein spezielleres Training gibt's dann noch in den PvE-Trials. Das sind verschiedene Herausforderungen, die ihr alleine gegen KI-Monster und die Zeit bewältigen müsst, zum Beispiel Wettrennen durch die verschiedenen Anlagen der Maps, was natürlich eine tolle Übung für die Levelkenntnis ist, oder wenn man den eigenen Text nicht lesen kann. Oder Schießaufgaben mit einer ganzen Reihe von Waffen, die ihr eigentlich erst später in eurer Karriere freischaltet. Hier könnt ihr die Maps außerdem ganz alleine erkunden, ohne Angst vor gegnerischen Spielern. Als Belohnung für bestandene Trials gibt's verschiedene Knarren und Geld. Besonders empfehlen möchte ich euch aber den Quickplay-Modus. Wie der funktioniert und wie man da gewinnt, habe ich euch schon im Quickplay-Tutorial erklärt, aber um es nochmal zusammenzufassen, da könnt ihr einen Hunter mit bis zu 4 hochleveligen Traits und High-End-Waffen erspielen und dann ist der auch noch gratis. Da könnt ihr also eigentlich nur gewinnen. Gut, ihr spielt alleine gegen 11 andere, die Gewinnchancen sind also vielleicht nicht so hoch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Vor allem gewinnt ihr da ganz viel PvP-Erfahrung. Aber wie Feuergefechte funktionieren, erkläre ich euch im PvP-Tutorial. Die letzte Möglichkeit, an Jäger zu kommen, sind die Legendary Hunters. Die schaltet ihr einmalig mit Bloodbonds frei, die ihr auch für bestandene Matches bekommt, oder über DLCs. Fortan könnt ihr die Damen und Herren immer wieder für $333 rekrutieren. Die haben dann 3 zufällige Traits dabei, die ungefähr eurem Blutlinienlevel entsprechen, kommen dafür aber komplett ohne Ausrüstung daher. Die müsst ihr also erst noch ausstaffieren. Die Legendaries sehen zwar besonders cool aus, haben darüber hinaus aber keine speziellen Eigenschaften und auch die Hitboxen aller Avatare sind gleich groß, egal wie massig oder zierlich die Charaktere auch aussehen. Aber wer schon als Anfänger richtig badass wirken will, kann sich schon gleich zu Beginn ordentlich in Schale werfen. Fake it till you make it. Ja! Soweit also die Grundlagen von Hunt Showdown. Ein entscheidendes Thema habe ich allerdings weitestgehend ausgelassen, weil es genug Stoff für ein eigenes Tutorial bietet. Geräusche im Spiel, wie man sie deutet, wie man sie vermeidet und wie man sie zum eigenen Vorteil nutzt. Das alles gibt's im nächsten Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wäre ein Abo vielleicht eine Idee. Wenn euch dieses Tutorial geholfen und oder gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Habt ihr Freunde, die in Hunt nicht so recht weiterkommen? Schickt ihnen dieses Video. Und wenn ihr jetzt Lust habt, selbst Hunt anzulegen, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Crytek Shop, in dem ihr über meinen Code BATTLEBROS bis zu 45% Rabatt auf das Spiel bekommt. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im nächsten Stream. Vielleicht treffen wir uns ja auch im Bayou, idealerweise in den Kopf. Ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Bis dann, ciao.